So, herzlich willkommen zum nächsten Let's Play. So, hier vorne fehlt mich noch ein Weg. Letztens war ja mein Kumpel und hat mit meiner Schwester gespielt und da haben sie ja den Geheimweg nicht gemacht. Den mache ich jetzt. Ja. Das ist schwierig mit Yoshi, weil hier das Problem ist. Darf hier kein. Du darfst ihn nicht fressen, nicht kaputt machen, gar nicht. In der ersten Abteil. Ui, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon einen Fehler gemacht habe. Ich hab quasi eine Münze geholt. Das darf man auch noch nicht mal. Weiß ich jetzt ja nicht. Hab's nur. Weil wir haben uns die. Hab ich mir die Münzen geholt. Mal gucken. Ah, das ist der Weg, Leute. Ah, das Leben lasse ich jetzt da. Ich flieg jetzt nur durch. Weil ich hab da wie blöde gesucht und hab den einfach nicht gefunden. Doch, ihr habt gleich den richtigen. Da war ich nicht. Oh, Alter. Jetzt hast du die Plattmachen in dir nerven, oder? Ja. Ja, das war der richtige. Wie ich es mir gedacht habe, das waren nur die Monster, nicht Plattmachen. Also Geld konnte man doch einsammeln. Ich hab's auch gemacht, auch nicht die Monster platt gemacht. Und auch kein Geld und alles eine. Nee, du hast überhaupt kein Geld eingesammelt, außer doch den Stein. Ja. Und da, ich hab ja das andere, was offen war, alles eingesammelt. Vielleicht war das der Fehler. Die Welt, ich glaube, das war eine, wo man Yoshi verliert. Da sind jeder am besten nicht drin. Weil es mir so eine Kletterpflanze, glaube ich, war. War mir aber nicht mal sicher. Hoppla. Ich kann aber auch hier vorne sein. Hier. Die Welt hier ist fies. Wir sehen ein Schloss da. Das ist ja der vorletzte Geister, also das letzte Geisterschloss. Ja. Sag mal. Wenn er auf dem Dings filmen will, dann muss hier oben. Ich hab das auch so immer kein echtes Monsterplatz gemacht. Aber vielleicht, weil ich die Münzen, die da so lose war, diese Yoshi-Münzen eingesammelt habe. Ach, zum Glück kenne ich ja die Wege. Das ist ja geil. Ich habe das Spiel ja schon oft auf 96 gehabt. Naja, so oft wie ich das früher gespielt habe, hoch und runter. Ja, ich habe es auch mal gespielt und ich habe den Weg auch nur aus Zufall rausgeholt. Und du hast ja ein Zelda gespielt ohne Ende. Da kommt demnächst ja auch noch ein Let's Play. Ja, da ist dieser Weg. Und dann, wenn man der reingeht, kommt man da hier vorne, glaube ich, wieder hier raus. Ja, das ist eine Abkürzung. Naja, aber so, so prickelnd ist die Abkürzung auch wieder nicht. Ein Fisch? Ah, die Wasserwelt hast du auch schon. Ah ja, da war ja was. Hoppla. Ja. Naja. Guten Morgen. Wir brauchen erstmal die hier, denn wir brauchen wir nur noch das hier in der Mitte hier alles. Erstmal gucken, welche Welt das war. Ja, ich glaube, das war die Welt, wo ich Yoshi gleich nochmal verlieren kann. Also ihn aussetzen. Weil da ist mir gleich eine Pflanze. Obwohl, ich kann noch ein paar Stellen abfliegen. Komisch. Bei Hähn tut er mit einem Schlag runterhauen, der Yoshi, aber bei dem wäre er nicht. Und da gab es ja keinen Geheimgang mehr. Also. Und ich brauchte den jetzt, oder? Ich glaube, jetzt muss ich erstmal den noch. Ah, ne, hier war es nicht mit dem Geheimweg mit Yoshi. Der war das. Der war das da oben bei den Dings. Mhm. Ah, ja. Gesundheit. Die Rutschwelt ist das hier. Naja, so, das war die eigentlich nicht. Ja, aber was auf ein Leben bekommen. Ah, da ist immer Yoshi nützlich bei den Drecksfischern. Da muss ich aufpassen, ich glaube die Dinger drehen sich mehr. Wenn das ist ja. Der ist rausgekommen. Ah ja, jetzt willst du noch mein Leben abgrasen. Ah ja, die Stelle ist das. Wo die Lava-Stelle gleich runtergeht. Ah, sobald du raufgehst.
Glück haben wir die Feder. Ja. Also ohne der Feder wäre es scheiße, mehr als nur scheiße. Ab hier ist das nämlich. Und das Fiese ist, du kannst auch nicht mehr durchlaufen. Man kann nur mit ein bisschen abschummeln. Und das ist... Jo, Oyashi schafft das nicht. Aber die Feder. Ja, die Pflanze ist weg. Na, wenigstens ist das Vieh auch weg. Das nervt dich nicht mehr. Alter, ohne die Feder wärst du, glaube ich, schon längst abgeschmiert, oder? Ja. Oh, naja. Vom Ende. Deswegen, in die Welt ist der Yoshi sehr gut. Na denn. Schade, dass es doch kein blauer Platzer gibt, ja? Ein blauer Platzer. Geiles Deutsch. Mal sehen, ob ich die Dreckschweine. Jo, ja, freilich, ich bin ja noch schlechter als du. Ich hätte vorher auf Dings machen müssen. Wir werden es vergessen. Einfach rutschen mit Yoshi, kannst du auch rutschen. Ah ja, da war ja was. Bam, 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 wieder. Und weg mit die Drecksviecher. Dafür ist es, glaube ich, da, das mit dem Rutschen. Einfach mal ganz gut. So, jetzt komme ich da hin. Am besten eine Schnellspeicherdatei. Das Gute ist ja, wenn du von uns hier doch absaufen solltest, kannst du wenigstens, wenn wir schon abspringen, speichern. Das habe ich nämlich schon vergessen zu speichern immer. Und schon auf den anderen Jot und jetzt. Oh, das war knapp. Da ist noch eine Schießpflanze drin. Und tschüss, Yoshi. Jetzt bist du gleich auf dem ersten, ja? Hast du vorher gespeichert, ja, bevor du Yoshi erlaubt hast. Und tschüss. Ich bin abgefackelt. Na, fies ist also, kann man nicht wirklich schnell machen. Ihr habt doch keine Fehler mehr. Nee, die hast du doch verloren. Du wolltest doch die Blume, aber die waren eh nicht mehr. Ich muss hier einen Schluck passen. Zum Glück funktioniert das Rutschen selbst als klein. Ja. Nur bei den letzten unten muss ich aufpassen. Ja, da kann man mich nicht rutschen. Und jetzt kommt die Stelle, wo man nicht rutschen kann. Ja. Schon, aber da springst du denn diese Kurve? Ah, dieses Fies. Das geht nur, wenn du bei dir auf die direkt drauf springst. Was an der Seite die triffst mit der Drehattacke, bist du trotzdem hinüber. Boah, ist knapp, ey. Einfach ist knapp gewesen. Du wirst gleich Mario am Spieß gewesen. Boah. Mit den Controller ist ziemlich schwierig. Wir brauchen wirklich einen Super Nintendo Controller. Ja, das war Speichern.
Sag mal so, manchmal kommen die genauso. Wenn man Glück hat, kriegt man mal ein Leben. Hier kannst du nochmal rutschen. Wäre sogar empfehlenswert gewesen. Deine Speicherdinger sind immer am geilsten. Irgendwie weißt du schon Bescheid, wo du getroffen wirst. Mir ist schon aufgefallen. schon wieder. Ey. Mal. So einfach geht's natürlich nicht. Wieder so knapp. Und hier ist wieder eine Stelle zum Speichern. Das kriegst du nicht so über. Oh, das sah aus, ey. Na, das Video zieht sich sonst so lange in der Länge. Hin, wenn wir... Oh, Alter. Autsch. Jetzt kannst du dich mal schulen. Haha. Autsch. Oh, Alter. Der hat denn noch ein Leben gehabt? Am besten ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ah. Boah, ist knapp eben. Ja, und. Boah, du hast wieder die Stelle so gut gekriegt. Oh, Alter! Jetzt kriegst du die Stelle irgendwie nicht mehr. Ah, jetzt hast du sie gekriegt. Alter. Au! Mensch! Ah, jetzt geht doch. Leg mir am Arsch. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich bin ja an ein und dieselbe Stelle. Da will er machen, sonst zieht sich das alles viel zu lange hin. Ja, der Bonus. Da müssen wir nicht unbedingt alles schaffen. So macht man es auch, kein Leben. Haben ja genug. Wir können doch sehr oft tot gehen. Ja. Ja, merkwürdigerweise ist das Bosa-Schloss das einfachste, finde ich. Ja. Selbst ohne die Abkürzung. Mhm. Auch wenn die Welt auch wieder ein Yoshi-Vorteil ist. Ja, die Mäulen. Die Riesenmäulen, die hier drin sind, die kann Yoshi fressen. Ja. Ah, deshalb. Boah, ist knapp eben. Das ist alles sehr blöd. Nee, warte mal, wenn man den ist. Ah, für den Maulwurf. Der löst dann mit der Zeit den wieder auf, oder? Hm, hat nicht jetzt funktioniert, was ich weiter. Ah, du wolltest ihn den. Ah, mit Yoshi kannst du auch wunderbar spielen. Also die alle fressen kannst, außerdem, naja. Dann kannst du auf den anderen Typen herumtänzeln.
Bis jetzt haben wir ja alles gemacht, was wir jetzt machen konnten, soweit ich ja weiß. Sogar die schwere Sägewelt haben wir auch gemacht. Bis jetzt haben wir nichts ausgelassen. Und dann noch kommt die eine Welt mit dem geheimen Gang. Ich weiß ja, wo der ist. Da ist oben links, da geht's in Dinko. Da musst du oben links rein. Ich hab das mal ab und zu, meine große Schwester, die hat das mehr gezockt als ich. Damals haben wir ja kein Internet gehabt. Und manche doppelte Welten und so, die habe ich damals auch nur per Zufall gefunden. Ich habe bei mir Terra nicht mal Luffy, Zelda und sowas alles gezockt. Das hat mir mehr gereizt. Yoshi! Da fehlt wieso keine blauen Panzer. Da ist ja der blaue Yoshi ja genauso wie jeder andere. Denn. Aber der Dings, der ist ja hilfreich. Wenn man mal einen Panzer bekommt, der gelbe Yoshi oder der rote. Die dürfen da hilfreich sein. Der Gelb macht immer bei vielen Gegnern gut, weil er dann mehrere auf einmal platt machen kann. Ja, der stampft dann mit jedem Panzer. Den grünen Yoshi muss einen gelben Panzer fressen. Und so stampfen. Einen roten, um Feuer stoppen. Und später kommt noch ein Let's Play von den anderen Mario noch rein. Bei den neueren. Ah, du meinst Mario 3, das 3D-World, ja. Von der Wii U. Ja. Das haben die Elgato das. Das haben die auch für die Switch, glaube ich, jetzt so, oder? Rausgebracht? Oder nee. Gibt's nur für die Wii U? Für die Switch kommt Mario Odyssey. Das ist ein riesen Mario, ey. Boah. Da kommt Mario Sunshine und wie alle heißen nicht hinterher. Das soll so groß wie Breath of the Wild sein. Die kannst du ruhig auffressen, die da drin die Male. Den untersten Weg brauchst du mir gar nicht nehmen. Ja, komm her. Ja, ich mein dich, Schwanzi. Jo. Erstmal so ein riesen Vieh schluckt. Ist auch nur eine Vorspeise für Yoshi. Ja, wie die eine Verarsche? Ja. Da frisst er wirklich alles. Oh, der war ja fies. Und das nicht gespeichert, doch. Yoshi habe. Auf die Pflanzen kannst du mit Yoshi rüberlaufen. Naja, rechts wollte ich durchgehen. Ah, nicht mit mir. Du wolltest die drei Leben da nicht haben. Hä? Da oben sind drei Leben. Oh, naja, das war's. Den kriegst du aber wieder auch mal ab, kurz. Ah ja, der ist da viel weg, ja. Ein bisschen weiter. Und... Boah, Alter. Also geht's so. Dann kannst du nämlich gleich nochmal die drei Leben da unten. Nicht so schnell, fressen. Und gleich rüber da. Ey, war nicht da. Genau, das sind drei Leben. Ja, der Mond. Und rüber fliegen wir noch. Schön weit oben erstmal. Ah, da ist da. Zum Glück ist es so blöd, wie er aussieht. Sag das so. Ja, jetzt ist das. Jetzt kannst du einen höher. Boah, Alter!
Drecksvieh. Voll da kommt gleich was. Nicht schon wieder. Mensch, ärgert jemand anders. Jetzt kannst du rüberspringen. Da unten ist eine Pflanze. Ja. Alter, die sind hässlich. Und da oben musst du leider lang. Ernsthaft? Oder was, ganz unten? Geh mal am besten erstmal ganz unten lang. So einfach nicht. Alter. So, jetzt warte ich. Komm runter, Alter. Ey, 2 gegen 1 ist unfair. Ja, da unten ist das hier. Schnell durch da. Ah, ist ja schicke Abfahrt. Ja. Hauptsache die Welt ist fertig. Ja. Oh, Yoshi kann ich mich immer wiederholen. Pass auf, komm nicht gegen den rechten. Der linke war immer speichern. Pass auf. Hier ist ein mit der geheimen Weg. Aber ich hole jetzt kein Yoshi. Weil es mir sonst zu lange dauert. Hier lohnt sich wieder ein Lauer. Ja. Das ist auch fies, ja. Boah. Hat nicht viel gebracht. Links war nochmal speichern, ja. Ja. Da war die Fledermaus. Vielleicht hast du, während du tot bist, den Speicher. Ja. Da? Ja. Na, vorher wäre jetzt nochmal die Speicher. Ja, die Azubi siehst du da oben nicht. Ja. Scheiß Fledermäuse sind ekelhaft. Deshalb wäre jetzt zu fliegen nicht gerade die beste Option, würde ich jetzt so. Mit dem Jan Yoshi und der Panzer, der unten runtergerollt kommt, mit dem kannst du fliegen. Ja, genau, nimm dir gleich den Zahn. Genau so. Seine Wanze hat sich eingemischt. Die komische Schildkröte. Langsam fangen die Viecher an zu nerven. Na los! Ich will hier nicht versauern. Mach inne, komm hoch. Ui, boah, das war knapp. Geh. Nein, mir schon gedacht, dass ich da krachen gehe wieder, also. Am besten du nimmst dann den Schlüssel zuerst, du, der Geheimweg ist kürzer. Der kommt mir jetzt, ja. Ich habe jetzt wenigstens ein Dings jetzt erstmal auf Reserve. Aber hätte dieses Dings nicht früher kommen können, hätte man Hitze wenigstens eine Blume oder so. So, dann hol ich erstmal das Item, ich glaube, das war ein Yoshi, ja. Ne, nimm dir zuerst den Geheimweg, andere Seite. Okay. Ja. Ah. Okay. Vorsicht, und jetzt hoch.
Nach links muss er. Da, nur ein Feld davor, weil da ist ein Meterblock. Ui. Jetzt bist du rum. Warum will ich jetzt nicht? Nicht, dass du durch die Feder den blockiert hast. Dann, der muss ja nicht steil gewesen sein. Ich kenne die Wege eigentlich. Sehr komisch. Oder war es eine Stelle noch weiter? Kann sein, dass es eine Stelle weiter war. Hier solltest du öfter speichern. Ah ja, die Stelle kenne ich auch noch. Da schummel ich meistens auch immer. Da überspringe ich manchmal zwei oder so. Rein da. Immer ein Rennen muss sein. Und rennen. Rennen, rennen, rennen. Hier ist nur ein Schwierig, wenn du groß bist. Einmal warten. Das ist ja auch okay. Wenn die ein paar Münzen, hoffentlich nicht das Leben. Ja. Das ist auch mal in diesem noch rein. Oh, und jetzt rennen gleich in Rennmaus. Muss wieder warten. Immer für Stück für Stück. Irgendwie ahnte ich das schon. Ja. Weil es zu weit war, jetzt die ganze Rennen. Jetzt musst du da auch reagieren, ne? Boah, das zieht sich ja ganz schön hin. Ja. Jetzt hoch. Ja, und du wartest dann auch schon. Ah ja! Selbstmord. So viel gefährdet bin ich. Ich glaube, jetzt kommt der Geheimgang. Mit dem hier raus. Oh, geschafft. Nee. Ja, hier ist der Geheimgang. Ja, dann schnell hoch, hoch, hoch. Jetzt hoch da. Links. Nee, nicht da lang. Ich bin so schwer, hier rauf zu kommen. Aber kann ich fliegen, genau. Und jetzt links. Ja, hier war das. Wusste ich noch. In dieser Welt war der Geheimgang. Da kommt dieses Schloss mit den ganz vier spitzen Dingern. Es dauert mich jetzt. Da sind sehr viele spitze Teile. Ach, das. Das ist schwierig. Mal so ekelhaft. Also hier wollen wir noch sehr viel leben lassen. Links verspeichern. Ja. Das war knapp. Und wenn es ein richtig geil, wenn das ein richtiges Schatzmodell hätte, hätte Mario einen schönen Riss in der Hose gehabt. So dicht wie der Zacken war. Ja. Und so spitz sind die gar nicht. Normalerweise, wenn sie einen erwischen, wird sie zerquetscht mehr. Eine kegelförmige Zerquetschung. Und wie gesagt, rechts ist lahm. Weil es wieder links drücken.